herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Mod-Vorstellung, beziehungsweise der ein oder andere von euch kennt die Mod vielleicht schon, aber es gab jetzt ein sehr, sehr geniales Update und das Schlauchsystem von dem Universal Tank Pack von Farmer Andy ist nun auf allen Karten einsatzbereit. Ihr könnt es wirklich auf jeder Karte nutzen. Was ist das Ganze einfach? Ja, ihr habt hier einmal euer Güllefass oder es gibt auch noch andere Fässer, das sehen wir gleich. Und da kann man einen Schlauch anschließen und der Schlauch kann dann quasi mit eurer Güllegrube, eurer Wasserstelle und vielem mehr verbunden werden. Es ist nicht ganz genau das Schlauchsystem, das es im 19er schon mal gab, aber es ist sehr, sehr ähnlich und viele von euch haben sich das gewünscht. Deshalb dachte ich, jetzt nachdem es endlich erschienen ist für alle Karten, zeige ich euch einmal, wie das Ganze funktioniert. Fangen wir mal der Reihenfolge nach an. Wir haben einmal das LSFM Universal Tank Pack. Ich packe euch den Link zum Download einmal in der Videobeschreibung rein. Und wir haben hier drin verschiedene Fässer. Ein kleines Fass, ein größeres Fass mit 18.000 Kubikmeter, 18.000 Liter, so. Dann hier sogar einen richtig großen Tankwagen von LKW und ihr seht, was wir da alles reinladen können. Dann für Gas einen, den man auf einen ganz normalen Anhänger drauf packen kann. Hier nochmal einen stationären Tank. Ja, das passt auf einen LKW drauf. Ist auch entsprechend zum Gülle- und Gärreste transportieren, kann man auch für Gülle für Diesel verwenden. Und dann halt hier die ganzen Zusatzkomponenten plus noch IBC-Container. Und rein als Beispiel, wenn ihr euch so ein Fahrzeug hier kaufen möchtet, dann habt ihr erstmal die Standardkonfiguration. Die unterstützt das Schlauchsystem nicht. Ihr könnt aber hier auswählen mit Schlauchsystem. Und dann liegt hier rechts und links jeweils auch so ein Schlauch drauf. Und diese Konfiguration müsst ihr euch holen. Die wäre jetzt einfach nur mal, um Wasser zu transportieren oder so. Und es gibt dann aber tatsächlich auch den Gülleausbringer. Hier hinten ist er dran. Mit Schlauchsystem und damit könnt ihr dann theoretisch auch Gülle ausbringen. So, also ihr müsst euch einmal dieses Fass hier kaufen und dann müsst ihr zusätzlich, und das ist der Clou an der ganzen Geschichte, im Baumodus unter Tools gibt es das ganze Sach. Hier gibt es so Schlauchsystem, Kardanköpfe und Chemlockköpfe und die müsst ihr hier hinbauen, wo eure Güllegrube ist, beziehungsweise ich habe das hier drüben an der BGA schon mal auch. Also wir können jetzt hier mal hinfahren. Ich habe hier so ein Fass. Und das ist jetzt einfach der Standardanschluss. Wenn ich jetzt hier hinfahre und irgendwie was aufladen möchte, funktioniert das nicht. Ich muss als allererstes wirklich dieses System hier einmal hier hinbauen. Und es muss an einen ganz speziellen Ort gebaut werden. Na? Ach so, da ist die Map-Grenze. Drehen wir das mal. Und dann packen wir das hier so daneben hin. Zack. Es muss nämlich in dem Trigger gebaut werden, wo ihr normalerweise auf- und abladen könnt. Sonst funktioniert das nicht. Denn das, was wir jetzt gebaut haben, verbindet sich automatisch mit dem Trigger von der BGA hier. Und gleichzeitig haben wir jetzt hier eine Nähe fahren, dann können wir irgendwann hier Q drücken, LSFM Innovations Schlauchsystem ankuppeln, drücken wir Q, zack, dann ist der Schlauch hier dran und dann können wir jetzt hier einmal was aufladen und schlussendlich funktioniert es einfach so, dass ihr dann wieder Q drückt, dann ist der Schlauch wieder abgekuppelt und ihr könnt weiterfahren. Der Clou ist einfach wirklich, dass ihr hier den oder den Kopf hier bauen könnt. Den könnt ihr überall hinbauen. Ist wichtig halt, dass der quasi in so einem Triggerbereich gebaut wird, wo man eh was auf- und abladen kann. Und am einfachsten findet ihr die Trigger, indem ihr mit eurem ganz normalen Güllefass davor hinfahrt. Wenn ihr mit einem normalen Güllefass dort auf- und abladen könnt, dann seid ihr schon in der richtigen Position. Alternativ, wer die Konsole angeschalten hat,
Ihr seht hier so die gelben Kästchen. Der große hier. Ich habe auch mal ein Video gemacht, wie ihr die Konsole aktivieren könnt. Mit F5 könnt ihr dann quasi in diese Ansicht hier kommen. Und dann muss der hier quasi in der Nähe von dem gelben Block hier gebaut werden. Das ist nämlich dann der Bereich, wo der ganze Trigger hier greift. Jetzt machen wir das mal kurz wieder aus. Und dann zeige ich euch noch was. Weil es gibt ja zwei verschiedene. Genau, wir können hier auch abladen mit I. Und mit R, dann wird er was rauspumpen. Ihr habt ja jetzt hier gesehen, wenn ich hier ankuppel, habe ich hier das dicke, fette Gülle-Rohr oder den Gülle-Schlauch dran. Ich habe hier vorne auch noch zweimal das Ganze aufgebaut, weil es halt einmal den Chemlock und den Kardan-Anschluss gibt. Ich habe hier nämlich jetzt einmal den großen und den kleinen. Wenn ich hier an den großen hinfahre, ja, wenn ich zu weit weg bin, geht es nicht. Haben wir hier diesen Schlauch, der wird hier unten angebracht. Wenn ich jetzt hier weiterfahre, vorwärts natürlich, und ich in Range von dem zweiten komme, was dann eher der Wasseranschluss ist, manchmal muss man einen Anschluss finden. Warum auch immer, dass der jetzt gerade nicht will. Da, jetzt ist er da. Jetzt bin ich einen Ticken zu weit zurückgefahren. So. Da bekommt er jetzt quasi den kleinen Anschluss. Und so habt ihr entsprechend auch die Auswahl, je nachdem, was ihr aus einem Gefäß hier rauspumpen wollt oder reinpumpen wollt, dass er den entsprechenden richtigen Anschluss anbaut. Aber im Endeffekt könnt ihr theoretisch auch durch den hier Gülle pumpen. Es ist nur nicht realistisch, so gesehen. Da die jetzt hier einfach willkürlich gebaut wurden, kann ich hier I und R drücken, wie ich will. Hier kann ich nichts drüber an- und abladen, weil hier einfach kein Trigger von einem Güllebehälter oder Wasserbehälter in der Nähe ist. Ja, das ist quasi auch schon die ganze Magie, das Ganze, was ich euch vorstellen wollte. Grüße gehen raus an Farmer Andy. Finde ich echt genial, dass er auf die Idee kam und es quasi über diese Art wirklich für jede Karte verfügbar macht. Seither war das ganze Schlauchsystem ja wirklich nur auf der Hof Bergmann verfügbar. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr sagt, boah geil, ich feiere die Mod, liked unbedingt das Video, lasst einen Kommentar da, damit das Video an mehr Leute geteilt wird, die dann halt auch von dem genialen Schlauchsystem erfahren können. Eine Sache vielleicht noch fällt mir gerade ein, und zwar seht ihr hier oben links in der Ecke, da haben wir den Traktor, dann das Güllefass und hinten das Schlauchsystem. Also ihr müsst halt entsprechend auch das Schlauchsystem ausgewählt haben, beziehungsweise den Anhänger, dass das mit dem An- und Abkuppeln funktioniert. Ja, das war's auch schon. Ich bin raus. Vielen Dank. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.